Strand, Sonne, Meer, das alles findet man in Antalya. Doch mit ihren kulturellen Schätzen und historischen Denkmälern hat die türkische Riviera noch viel mehr zu bieten. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind viele Menschen verunsichert, was das Reisen angeht. Deswegen machen wir uns gemeinsam auf ins Abenteuer und erkunden zu diesen außergewöhnlichen Zeiten die Altstadt Antalyas. Los geht's! Unser erster Halt ist das Hadrianstor. Es ist eines der ältesten Sehenswürdigkeiten der beliebten Urlaubsstadt. Das Tor ist in die Stadtmauern integriert und wurde zu Ehren des römischen Kaisers Hadrian im Jahre 130 nach Christus gebaut. Normalerweise sind hier hunderte Touristen, die in der Schlange stehen, um Fotos schießen zu können. Wegen der Corona-Lage ist es gerade etwas ruhiger. Diese Chance lasse ich mir nicht entgehen. Let me take a selfie. Geht man durch das Tor, kommt man ins Kaleci, in die historische Innenstadt. Mit seinen engen Gassen lässt das älteste Viertel Antalyas jeden Besucher ein Stück Geschichte spüren. Von hier aus habe ich einen wunderbaren Ausblick auf den Hıdırlık-Turm, die Steilküsten und das Mittelmeer. Traumhaft schön! Auch wenn derzeit überall strengere Einreiseregelungen gelten, kann man Antalya weiterhin bestaunen. Mit einem negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Eigentlich machbar. In der Türkei gilt unter der Woche von 21 bis 5 Uhr morgens und an Wochenenden ein durchgehender Lockdown. Aber die gute Nachricht ist, Touristen sind von dieser Ausgangssperre ausgenommen. It's amazing. Look at the view, look at the beaches, the people are nice. It's perfect here. I like them because they're not so applied to tourists, so I can still travel and see Antalya and go swimming everywhere. Sie sollen nicht so viel Angst davor haben zu reisen. Deswegen würde ich jedem empfehlen, fahr trotzdem im Urlaub. Vielleicht nicht so wie vorher, vielleicht vorsichtiger, sich an die Pandemie-Maßnahmen halten und Abstand zueinander halten. Aber ich kann mir hier trotzdem alles angucken in Antalya. Es ist sicherlich ein anderes Reisen, aber ich würde es jederzeit wieder tun. Und eine Stadt am Meer hat natürlich auch einen Hafen. Der historische Hafen von Antalya wurde 860 nach Christus gebaut und war zu Zeiten des Byzantinischen Reiches und der Seldschuken für den Fernhandel von großer Bedeutung. Von dieser Aussichtsplattform blickt man die prächtige Altstadt. Links befindet sich die Yevli-Minarette, eines der Wahrzeichen Antalyas. Mit einer Höhe von 30 Metern diente sie lange Zeit den Schiffern als Orientierungspunkt. Treffpunkt für viele Menschen ist der Uhrturm in Antalya. Von den 80 Türmen der ehemaligen Festungsmauer ist allein dieser übrig geblieben. In der Antike soll man diesen Turm zum Schutz des nördlichen Stadttors genutzt haben. Die Uhr auf dem Turm wurde erst im 20. Jahrhundert eingebaut. Ohne einen Spaziergang an einem der wundervollen Strände dürfen wir Antalya nicht verlassen. In Konyaaltı ist normalerweise zu jeder Stunde was los. Tagsüber, aber auch abends hat man hier die Möglichkeit, sich vom Alltagsstress zu erholen und sich zu vergnügen. Im kalten Wasser baden, die warme Sonne genießen, feiern gehen oder lecker essen. Hier ist für jeden was dabei. Antalya ist eine Stadt mit vielen Facetten. Sie vereint Natur, Moderne und Geschichte. Kein Wunder, dass sie zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen gehört. Schaut euch das mal an, ein atemberaubender Wasserfall. An der östlichen Steilküste gelegen ist der Didam-Wasserfall in Lada eine populäre Besucherattraktion. Die Pandemie hat uns vieles abverlangt. Aber sie bietet auch die einmalige Gelegenheit, eine Stadt wie Antalya ohne Turbel zu erkunden. Ich werde jetzt hier das schöne Wetter und anschließend einen faszinierenden Sonnenuntergang genießen. Bleibt gesund, görüşürüz.